Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Jenny von Einfach Mathe und heute geht es um folgendes Thema. Und zwar möchte ich gerne mit dir die Nullstellen von dieser Funktion hier berechnen. Das Ganze mit Hilfe der Polynomdivision. Wie das Ganze funktioniert, naja, das werde ich dir gleich natürlich erklären. Ich gebe dir außerdem ein paar hilfreiche Tipps und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. Heute soll es also um diese Funktion hier gehen und ihre Nullstellen. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von der Polynomdivision, da sie sicherlich von allen Lösungsstrategien und Verfahren wie PQ-Formel und so weiter und so fort die fehleranfälligste ist. Außerdem braucht man für die Polynomdivision einen Schritt davor. Man muss nämlich eine Nullstelle kennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, doch dazu werde ich dir natürlich gleich ein paar Tipps geben. Der dritte Grund, warum ich die Polynomdivision nicht ganz so gerne mag, ist, dass die Polynomdivision eigentlich keine Nullstellen berechnet, sondern dass sie diese vorher erratene Nullstelle abspaltet und dass dann eine neue Funktion entsteht, die dann deutlich einfacher ist als die Anfangsfunktion, die man dann aber nochmals mit Hilfe eines Verfahrens sozusagen bearbeiten muss. Doch das war jetzt genug vorweg. Ich würde sagen, wir legen los und ich gebe dir schon mal direkt ein paar Tipps zur erratenen Nullstelle. Du erkennst eine Nullstelle daran, dass wenn du diese Zahl einsetzt, dass das Ergebnis 0 ist. Hierzu kann man allerdings ein bisschen geschickter vorgehen oder weniger geschickt. Das Geschickte ist, dass du dir die hintere Zahl anguckst. In dem Fall ist es die 16. Und dann überlegst, welche Teile hat denn diese 16? Also ganzzahlige Teile, die können positiv oder negativ sein. Wenn wir die 16 jetzt angucken, werden wir feststellen, dass minus 16 ein Teiler ist, minus 8 sicherlich ein Teiler ist, minus 4 ein Teiler ist, minus 2 ein Teiler ist, minus 1 ein Teiler ist, 1 ein Teiler ist, 2, 4, 8 und 16. Das sind also alle Teiler. Und in der Schule ist es ganz, ganz häufig so, dass genau eines dieser Teiler auf jeden Fall eine Nullstelle ist. Ich würde dir raten, fang am besten einmal mit der 1 an und danach mit der minus 1 an. Dann gehst du weiter mit der minus 1, denn in der Schule sind es meistens genau diese beiden Zahlen, die eine mögliche Nullstelle ist. Ich fange jetzt mit der 1 an. Wenn ich die 1 einsetze und das Ergebnis 0 ist, dann weiß ich schon, habe ich eine erratene Nullstelle. Ich bilde also f von 1. Wir rechnen dann also 2 mal 1 hoch 3, minus 6 mal 1 zum Quadrat, minus 12 mal 1, plus 16. Wenn wir das Ganze ausrechnen, bist du hier bei 2, minus 6, minus 12, plus 16. 2 minus 6 ist minus 4, minus 4 minus 12 ist minus 16, plus 16 ist 0. Also weiß ich, habe ich meine erratene Nullstelle bei x gleich 1. Der erste Schritt, den haben wir jetzt sozusagen erledigt. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt fängt diese ganze Polynomdivision eigentlich erst an. Für den zweiten Schritt müssen wir jetzt erst einmal eine Art Gleichung aufstellen. Und zwar schnappst du dir deine Funktion, die du gegeben hast, in Klammern, also 2x hoch 3 minus 6x Quadrat minus 12x plus 16. Wie du siehst, habe ich jetzt komplett meine Ausgangsfunktion einfach hingeschrieben. Geteilt durch, Klammer auf, immer x und dann das andere Vorzeichen von der Nullstelle. Ich habe hier eine positive 1 rausbekommen, also schreibe ich hier eine minus 1 hin. Gleichzeichen hinter. Wenn du jetzt hier zum Beispiel eine minus 2 rausbekommen hättest, wäre jetzt hier eine plus 2. So, der Grundaufbau ist jetzt sozusagen erledigt. Und jetzt fängt der ganze Zauber an. Diese Reihenfolge ist eigentlich immer gleich. Du teilst die höchste Potenz durch x und schreibst das Ergebnis dahinter. Wir rechnen also 2x hoch 3 durch x. Generell kannst du dir merken, dass du eigentlich nur ein hoch 1 sozusagen reduzierst. 2x hoch 3 durch x sind 2x². Wenn du diesen Schritt fertig hast, rechnest du das gerade hingeschriebene Ergebnis mal diese Klammer und schreibst es hier drunter. Wir rechnen also 2x² mal x, das ist 2x hoch 3, und 2x² mal minus 1, das sind minus 2x². Wenn du das fertig hast, packst du dir hier eine Klammer drum und rechnest minus. Strich drunter. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann fällt das erste eigentlich weg. 2x hoch 3 minus 2x hoch 3 fällt weg. Hier musst du ein bisschen auf deine Vorzeichen unbedingt aufpassen. Das, was dann noch übrig bleibt, ist minus 6x² minus minus 2x². Also berechnen wir minus 6x² plus 2x² und das sind minus 4x². So, wenn du jetzt hier dein Ergebnis hast,
holst du dir sozusagen die nächste Stelle, die du noch nicht verrechnet hast, herunter. In dem Fall siehst du, es ist diese minus 12x. Sobald du dann hier zwei Dinge stehen hast, fängt dieser Zauber eigentlich wieder komplett von vorne an. Höchste Potenz durch x teilen, Ergebnis hinschreiben. Also minus 4x² durch x sind minus 4x. Die gerade hingeschriebene Zahl, wieder mal diese Klammer rechnen und drunter schreiben. Wir rechnen also minus 4x mal x sind minus 4x². Minus 4x mal minus 1 sind positive 4x. Wieder Klammern drum, Minuszeichen davor, verrechnen. Kleiner Hinweis, diese minus 4x² minus minus 4x², also minus 4x² plus 4x² fällt wieder weg. Wir wissen, wir haben alles richtig gemacht. Minus 12x minus plus 4x, minus und plus ergibt insgesamt minus. Also minus 12x minus 4x sind minus 16x. Jetzt müssen wir wieder die letzte Stelle runterholen, also plus 16 und jetzt wieder von vorne. Minus 16x durch x sind minus 16. So, minus 16 mal x ist wieder minus 16x. Minus 16 mal minus 1 ist plus 16. Klammern drum, Minuszeichen davor, verrechnen. Minus 16x minus minus 16x, also minus 16x plus 16x, fällt weg. 16 minus plus 16, minus und plus ergibt insgesamt minus, also 16 minus 16 ist insgesamt 0. Wenn hier übrigens die 0 rauskommt, dann hast du eine richtig erratene Nullstelle gehabt. Ansonsten wäre die falsch gewesen. Also die Erkenntnis, die wir jetzt haben, ist, dass das hier auf jeden Fall schon mal unsere erste Nullstelle ist. Was hat uns jetzt also, das habe ich ja gerade schon angekündigt, diese Polynomdivision gebracht? Wir haben jetzt hier eine neue Funktion, ich nenne sie mal ganz kurz g von x, ja, von der wir jetzt eigentlich mit Hilfe eines anderen Verfahrens, manchmal muss man auch eine doppelte Polynomdivision machen, bearbeiten können. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier diese Funktion, 2x² minus 4x minus 16, setzen sie gleich 0. Analysieren ganz kurz, wir haben hier ein hoch 2, hoch 1 und Zahl, da eignet sich zum Beispiel die PQ-Formel, dazu findest du ja schon einige Videos hier auf dem Kanal, die ABC-Formel, Satz von Werther und so weiter. Mit deren Hilfe können wir dann die Nullstellen von dieser Funktion berechnen. Die Nullstellen von dieser Funktion sind dann auch gleichzeitig die Nullstellen von dieser Funktion. Wenn du jetzt hier zum Beispiel, ich mache sie mal kurz verkürzt, wir teilen natürlich erst einmal durch 2 für die PQ-Formel, sind dann hierbei, wenn wir die PQ-Formel aufstellen, x1, 2 minus minus 2 halbe plus minus die Wurzel aus minus 2 halbe in Klammern zum Quadrat minus minus 8. Kurz vereinfachen, minus minus ergibt plus, 2 halbe ist 1 plus minus. Naja, minus 2 durch 2 ist minus 1, minus 1 zum Quadrat ist 1. Minus minus, also plus 8, ist 9. Die Wurzel aus 9 ist 3. Also haben wir hier unsere zweite Nullstelle. Ach, vielleicht nennst du das hier einfach x2, 3. Sorry dafür. Denn x1 hatten wir dann ja hier schon. Unsere zweite Nullstelle kriegen wir dann für 1 plus 3. Das ist 4. Und unsere dritte Nullstelle für 1 minus 3. Das ist minus 2. So. Vergiss bitte, wenn du deine Nullstellen dann nochmal angeben solltest, die erratene Nullstelle nicht. Die ist natürlich immer noch eine Nullstelle. Als kleiner Hinweis, eine Funktion dritten Grades kann bis zu 3 Nullstellen haben. Ich habe hier genau 3 Nullstellen herausbekommen, nämlich 1, 4 und minus 2. Das sind also, wie gesagt, diese 3 Nullstellen von dieser Funktion. Falls dir das Ganze zu schnell geht oder du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, habe ich eine super geile Ankündigung für dich. Und zwar werde ich bald ein kostenloses PDF ja, sozusagen veröffentlichen, indem ich das Top-Wissen der 10. Klasse bzw. 11. Klasse, je nachdem, ob du G8 oder G9 machst, ja, euch zur Verfügung stellen. Dort werdet ihr nicht nur das hier nochmal verschriftlicht finden, sondern das Top-10-Wissen aus dem Bereich Funktionsuntersuchung und Analysis der 10. bzw. 11. Klasse. Natürlich wird das Ganze kostenlos sein, denn ich möchte dir unbedingt weiterhelfen. Sei also gespannt, wenn du dich schon drauf freust, dann gib unbedingt einen Daumen. Und noch eine Sache, ich sitze gerade an der Ausarbeitung. Welches Thema findest du in der 10. Klasse oder in der 11. Klasse, wie gesagt, je nachdem, welche Schulform und ob G8 oder G9, am schwierigsten? Worauf soll ich mich unbedingt fokussieren? Was soll ich unbedingt mit reinbringen? Das würde ich mich super freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und
Bis zum nächsten Mal.